Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel Fortuna Köln gegen Wien Wiesbaden. Endstand 0:0. Spiel heute im Südstadion sahen 1293 Zuschauer. Darf beide Trainer begrüßen und würde den Gast Christian Hock in sein Statement bitten. Ja, erstmal einen schönen guten Tag. Ich will mich gar nicht lange aufhalten. Ich glaube, dass wir heute in der Situation waren, wo die Mannschaft auch ein Stück weit gefordert war. Die Mannschaft hat fast alles von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir wollten kompakt stehen, wir wollten eng stehen, wir wollten es dem Gegner schwer machen, Chancen herauszuspielen, weil wir wussten, dass Fortuna Köln natürlich vor allem hier im heimischen Stadion eine absolute Macht ist und nicht umsonst mit ihrer Mannschaft auf dem 5. Tabellenplatz vor dem Spiel standen. Das ist weitestgehend geglückt. Die Jungs haben oder die Spieler haben, ja, wie gesagt, fast alles umgesetzt von dem, was wir vorgegeben haben. Wir haben versucht, den Gegner auf eine Seite zu lenken. Wir haben versucht, das Spielfeld eng zu machen. Wir haben in der ersten Halbzeit vor allem den Großteil der zweiten Bälle gewonnen. Und das ist ein wichtiger Bestandteil gewesen dafür, dass wir heute zumindest einen Punkt mitgenommen haben, der, glaube ich, am Ende des Tages auch verdient ist. Fortuna Köln hatte durchaus natürlich auch in der zweiten Halbzeit zwei, drei gute Chancen. Wir unsererseits hatten gegen Ende des Spiels noch zwei, drei ganz gute Möglichkeiten. Aber ich denke, dass der Punkt für uns, den wir jetzt heute hier mitnehmen, A, für die Moral der Truppe wichtig ist, dass er gesehen hat, dass er mit einer guten Einstellung, mit der guten Defensivleistung es immer möglich ist, auswärts auch einen Punkt mitzunehmen. Das war heute das Minimalziel, das haben wir erreicht. Und jetzt bin ich froh, dass Samstagnachmittag ist, dass morgen noch Auslaufen auf dem Programm steht und dass ich ab Montag, hoffentlich Dienstag, dann wieder in meinen normalen Job übergehen kann. Uwe und Fortuna wünsche ich natürlich für den Rest der Saison viel Erfolg, weiterhin viele gute Spiele und den Tabellenplatz, den er jetzt momentan innehabt, dass er den ausbauen könnte oder vielleicht verteidigen könnte. Dankeschön. Danke auch. Dann Uwe, danke sehr gut. Wäre ich heute Sportdirektor von Wien Wiesbaden, dann würde ich den Trainer, der heute die Mannschaft ein- und aufgestellt hat, behalten. Ich glaube, dass mein Kollege einen Schlüssel heute gefunden hat, unser Spiel am Ende lahmzulegen. So deutlich muss man das sagen. Das war diese Maßnahme damals, auf die Sechserposition zu ziehen. Das hat uns in der ersten Halbzeit komplett den Zahn gezogen, denn er hat immer zwischen Ball und unserer Spitze gestanden, hat unheimlich viel vor der Abwehr weggesaugt. Darüber hinaus aus meiner Sicht dann auch die Bälle so abgewehrt, dass sie zumindest in der übernächsten Aktion bei Wien Wiesbaden blieben. Man hat heute unserem Spiel angemerkt, dass wir zum einen sehr, sehr viele Unzulänglichkeiten in einfachen Spielfortsetzungen hatten. Das kann man mit Sicherheit nicht auf den Platz schieben, der, glaube ich, aktuell der wahrscheinlich beste in Deutschland ist. Insofern muss es daran gelegen sein, dass wir einfach nicht sauber in der Koordination waren. Ich stelle mir selbst die Frage, wo dieser extreme Unterschied von Trainingsleistung, auch der Leistung letzte Woche, was diesen Teil des Fußballs angeht, Bremen, zu heute zu erklären ist. Möglicherweise lag es ein Stück weit auch an dem physischen Druck, den Wien Wiesbaden ausgeübt hat, dass wir doch ständig nur Spielfortsetzungen unter Druck hatten und uns nicht sauber, zumindest mal bei zwei, drei Stationen, freispielen konnten. Wenn wir ungestörten Ballbesitz hatten, dann nur in der letzten Linie, wo der Ball in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht auch etwas zu langsam gelaufen ist und wir haben kaum eine Möglichkeit gehabt, das Wiener-Tor tatsächlich zu bedrängen. Ich habe dann im Laufe der ersten Halbzeit versucht, mit der Umstellung Andersen eine Position nach vorne, Theisen eine Position zurück, zumindest eins zu schaffen, um den gegnerischen Strafraum herum unseren überragendsten 1 gegen 1 Spieler Andersen eben in mehr gewinnbringende Aktionen zu schieben. Das hat dann ein, zwei Mal ganz gut funktioniert, aber wir waren wirklich nie so 100% torgefährlich und mussten aus meiner Sicht uns auch körperlich permanent sehr, sehr wehren. Also ich glaube, es war gerade für unsere defensive letzte Linie ein sehr, sehr anstrengendes Spiel im Kopf, auch körperlich, aber vor allen Dingen im Kopf, weil du genau wusstest, dass mit einem Fehler das Spiel heute für den Gegner entschieden ist. Und da muss ich dann der Mannschaft am Ende ein Kompliment machen, mit ein bisschen Fortune in der Situation, in der Poggenbock hervorragend hält. Die letzte Eingabe von Lorenz, da sieht man, was der Junge für eine unfassbare Qualität hat, wenn er frei flanken kann. Wenn wir dort ein Gegentor bekommen, glaube ich, dann haben wir keine Chance, das Spiel noch zu drehen. Umgekehrt hat die Mannschaft, obwohl es fußballerisch heute nicht so gepasst hat, gerade mit der neuen Energie von Exlager und Kessel, dann glaube ich so 5 Minuten gehabt, wo ich das Gefühl hatte, das Spiel könnte vielleicht doch noch in unsere Richtung kippen. Leider musste Exe dann raus und wir haben gegen Ende dann
keine strategischen Angriffe mehr fahren können, um das Spiel tatsächlich noch zu entscheiden. Wir müssen mit diesem Punkt leben. Ich kann mit diesem Punkt sehr, sehr gut leben, weil am Ende mag der ein oder andere lächeln. Finde ich aber, es ist eine Weiterentwicklung, dass wir in solchen Spielen heute, wo der Druck von außen vielleicht oder die Erwartungshaltung zumindest doch eine relativ hohe ist, wir es trotzdem geschafft haben, wirklich mit einer hervorragenden Einstellung, mit einer sehr, sehr guten defensiven Organisation ins Spiel zu gehen, nicht locker zu lassen, bis zur letzten Minute eben auf dieses eine Tor zu arbeiten, geduldig zu sein. Das ist mit Sicherheit eine Entwicklung. Wir werden uns von der Tabellenkonstellation nicht verrückt machen lassen, weil wir schon wissen, woher wir kommen. Und heute hat man, glaube ich, auch gesehen, dass wenn wir in einer so etwas favorisierteren Position sind, dass uns durchaus Dinge auch ein bisschen schwerer fallen. Und daran müssen wir arbeiten, um am Ende eine noch günstigere Konstellation hinzubekommen. Ob das gelingt, werden die nächsten Wochen beantworten. Dankeschön. Danke, Uwe. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Kurzes Zeichen, Stefan. Du hast gerade schon angesprochen, der Flotti sagte eben, das sah nicht sehr gut aus beim Ex-Lager. Kannst du da was Genaueres sagen? Leider überhaupt nicht, weil solche Geschichten gehen meistens dann so im Zuge des Coachings an mir vorüber. Und ich war jetzt auch noch nicht in der Kabine, weil ich eben erst drüben im Zelt war. Ich kann noch überhaupt nicht sagen, was dort passiert ist. Ich vermute, es war ein Zusammenprall, weil auch der wehende Abwehrspieler zunächst einmal liegen geblieben ist, aber das ein bisschen besser weggesteckt hat. Ich kann gar nicht beantworten, was es ist, aber wenn Ex in der Situation so raushumpelt und auch von den Physios sehr, sehr schnell das Zeichen kam, dass es auf keinen Fall weitergeht, dann vermute ich mal, dass es nicht so ist, dass der völlig problemlos am Montag wieder auf dem Trainingsplatz steht. Ich hoffe natürlich sehr, dass wir von anderen Dingen dort verschont bleiben. Gibt es weitere Fragen, Chrisse? Was vielleicht? Als beantwortet, dann danke für das Interesse und wir sehen eine gute restliche Saison.